Ich wünsche der Deutschen Stiftung Integration, dass sie standhaft bleibt, dass sie ihre Werte nicht aus den Augen verliert, auch wenn die politische Lage in Deutschland manchmal sehr herausfordernd ist. Ja, für die DCI wünsche ich mir weiterhin, dass sie ihre Kernbotschaft bis in den letzten Quadratmeter Deutschlands hinaus posaunt und somit unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter stärkt. Mein Deutschland, was ich mir wünsche, ist null Rassismus, 100% Toleranz, 100% Vielfalt. Ich wünsche mir persönlich, dass man vor allem noch stärker diese zweite Identität, die ein jeder Stipendiat oder Stipendiatin hat, noch stärker zu zelebrieren. Ich glaube, das ist etwas, was in vielen von uns schlummert. Also ich bin Libanese und ich bin gerne Libanese. Und ich bin nicht nur deutsch und es ist auch gut so. Und ich finde, da kann geht ein Weg, vielleicht in den nächsten 10 Jahren, vielleicht auch durch diverse Programme, diese Vielfalt in jedem noch stärker fördern. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir und dass das Programm in Zukunft auch ein bisschen radikaler werden könnte, ein bisschen straighter in den Forderungen. Ich meine, wir leben in einem Land, das seit Jahrzehnten, seit jeher eigentlich von Geflüchteten und Migrantinnen mitgestaltet wird. Und ich glaube, daraus können wir auch den Anspruch ableiten, dass wir tatsächlich jetzt auch in den kommenden 10 Jahren wirklich immer mitreden wollen und dass wir das Land halt auch mitgestalten wollen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir nicht mehr irgendwie als die Deutschlandstiftung Integration auftreten sollten, weil Integration, das ist irgendwie von gestern, sondern, keine Ahnung, eher den Blick nach vorne richten, auch mal irgendwie den Mund aufmachen, wenn man Unrecht sieht oder wenn der Rassismus wieder um sich greift. Ich glaube, das wäre so ein bisschen was ich mir für die nächsten 10 Jahre erhoffen würde. Also ich hoffe, dass einfach alle Stipendiaten mit Hilfe von Geh deinen Weg, dass sie dann auch wirklich ihren eigenen Weg mit vollster Überzeugung gehen können. Seid weiterhin wegweisend.